Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Weitere Folge des Door. Den Frosch haben wir in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und jetzt fehlt uns noch der letzte, um hier die Riesenseelen zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer das ist, muss ich zugeben. Aber da müssen wir gleich mal den Weg finden. Aber vorher haben wir noch das hier und können das mal kaputt schießen. Bam! Können wir endlich ja durch. Erstmal kriegen wir hier ein bisschen Seelen. Und da ist noch irgendwas. Was ist denn? Du hast ein Überwachungsinstrument gefunden. Sieht aus, als hätte jemand die Kommission bespitzelt. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Das kürzlich aufgetretene seismische Ereignis hat die höchste Führungsebene in Aufruhr versetzt. Wir wurden angewiesen, sämtliche Erwähnungen hiervon aus dem Aufsatz zu streichen und alle aktiven Aufträge in der Region zu schließen. Mein Gewissen lässt mich nicht tatenlos zusehen, wie all diese Schnitter weiterhin von der Kommission und ihren Familien abgeschnitten sind. Ich will versuchen, mich zu ihnen durchzuschlagen und zu sehen, ob ich irgendwie helfen kann. Falls ich halt zurückkomme, werde ich beschreiben, was ich vorgefunden habe. Das ist der letzte Eintrag in diesem Journal. Okay. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie... Wir müssen dann wieder zurück. Und am besten wieder in den typischen Bereich, wo wir auch weitergekommen sind. So. Verlorener Friedhof. Was war das hier? Der Seelenheim. Da war ein Seelenheim, müssen wir rein, glaube ich, ne? Nein, das war der verlorene Friedhof. Gut zu wissen. Gut. So, hier rein. Und dann wieder nach oben. Und dann müssen wir jetzt ja einen Weg finden, wo wir irgendwas zerballern können, damit wir weiterkommen. Es muss ja irgendwo eine Mauer geben, die uns sozusagen... Das sozusagen den Weg absperrt. Und die finden wir jetzt. Genau, zum Gipfel. Glaube ich zumindest. Also anders kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. So, hier sind wir beim letzten Mal durchgekommen. Weil wir das Feuer hatten. Gehen wir mal runter. Da kam er rüber. Mehr gibt es hier auch nicht, ne? So geil, wie der längst tickelt, oder? Nicht lustig. Ja. Okay. Müssen wir mal gucken, wo es. Wir hatten. Was hat er gesagt? Norden, Süden, Osten oder Westen, Osten, Süden? Ich weiß es nicht mehr genau. Was tun wir? Deshalb brauche ich eine Karte, eine verdammte Karte, wäre super. Hier auf jeden Fall nicht. Warte mal, wir müssen aber gehen noch mal zurück. Wir gehen immer den Fahrstuhl da hinten, der zum Gipfel führt, vielleicht. Finden wir da das hier. Wir den Weg hier längs laufen. Orientierung wie ein Goldfisch habe ich hier, muss ich zugeben. Aber irgendwie glaube ich, muss es hier irgendwo längs gehen. Ich frage ihn noch mal kurz. Und noch ein bemerkenswerter Sieg. Dein Mut und deine Beharrlichkeit imponieren mir, Drünschnabel. Ich muss es noch einmal sagen, ich sitze hier jetzt schon so lange fest und habe im Vergleich zu dir so wenig ausrichten können. Du hast dieser alten Krähe Hoffnung gegeben, zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren. Nur noch eine Riesenseele öffnet sich des Todes. Ich schlage vor, du gehst Richtung Westen. Auf dem Gipfel des Berges findest du ein uraltes Untier aus früheren Zeiten. Okay, dankeschön, Westen war's. Sehr gut. Hier geht's zur Villa der Uhrenhexe, ja. Sieht sehr alt und verrostet aus, okay. Da kann man eine Glocke läuten, wie bei Dark Souls, aber das ist, glaube ich, nicht in dem Sinne. Na so, also Westen. Westen ist doch auch hier in diese Richtung, also ich bin ja nicht... Hier runter. Gucken, ob wir hier weiterkommen. Westen, Westen, Westen. Okay, warte mal.
Von da längs. Zum gestrandeten Seemann. Also müssen wir da rein. Du hast ja gerade angezeigt. Sehr gut. Dann sieht auch immer ein bisschen anders aus, die Welten. Das finde ich ganz nett wieder. Da. Die Pflanzen tun irgendwas, wir tun gar nichts. Gehen wir jetzt hier rüber, bevor wir da vorne reingehen. Aber hier ist nichts. Da können wir nichts machen, okay. So. Wenn wir irgendwelche Gegner haben. Vor allem den ganzen locker hingehen, einmal gegen witzen, dann der was tut. Halt! Da ist ein Schalter. Hier kommen wir bestimmt irgendwie rüber. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht finden wir gleich noch irgendwas, wo wir ein kleines Stückchen fliegen können oder so. So komisch, dass wir überhaupt nicht fliegen können. Quatsch. Sei abermals gegrüßt, Schnabelnase! Wie schreitet dein Abenteuer voran? Je gelegentlich lenke ich meine Schritte zum gestrandeten Seemann, wenn mein Bruder an Jeffersons delikate Suppe zur Neige geht. Er ist ein komischer Kauz, aber kochen kann er fantastisch. Guck mal. Ach, guck mal. Du hast dein Abenteuerjournal gefunden. Es ist ganz schön feucht, die Seiten kleben zusammen. Wenn das mal kein Playboy-Heft ist, wenn die Seiten zusammenkleben. Man weiß es nicht. Da geht's noch weiter. Also können wir nur hier hoch eigentlich. Hier können wir auf jeden Fall mal aufmachen. Da. Immer schön aktivieren. Da liegt auch noch irgendwas am Boden, eine Maske oder sowas. Du hast die Maske des alten Dieners erhalten. Der Diener ist jetzt wohl einen neuen Herrn ergeben. Hallo, Wiedervögelchen. Überall komm herum, sehen viel Ding. Welt da draußen, sehr schön. Lieben, lachen, leben. Das alles, was Diener wollen. Oh, schön. Was kann ich mit der Maske machen? So, jetzt mal weiter. Hier geht es zum Berggipfel über Burg Schlüsselstein. Okay, wir gehen einmal zu dem Typen da rein in seine Wunderhöhle, wollte ich gerade sagen, in seine Bar. Uah, Schnief, Hust, oh Betty, meine liebe, schöne Betty, Schlick, Schlicks. Okay. Hallöchen, alter Seebär. Ah, ein Zweibeiner, wie ich sehe. Sei gegrüßt. Ich heiße Jefferson und bin ein bescheuener Gastwirt mit meiner Schwäche für Meeresfrüchte stets zu Diensten. Dürfen diese menschlichen Hände dir heute ein köstliches Mahl zubereiten? Mach doch mal. Prima! Ein köstliches Mahl sind wir prompt serviert. Ich liebe es, mit meinen vierfingerigen Säugerhänden Essen zuzubereiten. Super lecker. Na? Na, wozu Stäbchen, ne? Dass ich mal eine Gabe gibt. Jetzt will ich dir ein bisschen was erzählen, während du dich stärkst. Westlich des Friedhofs, hinter dem Felsen, gibt es einen Durchgang. Der lässt sich aber nur mit gewaltiger Explosionskraft freilegen. Es gibt einen verborgenen Pfad neben einem Aufzug in der Mitte des Friedhofs, gleich nachdem man die große Brücke überquert hat. Ein Geheimnis schlummert unter dem Wasser des Grabens auf Anwesen der Urnenhexe. Wer es finden will, muss eine offene Flamme zu den östlichen Gärten tragen. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Oh. Das würde ich sagen, der Oktopus, der ihn irgendwie steuert. So. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Und dann da hoch. Aha. Ja, Hallöchen, ein Reisender wie ich. Lass mal hören, wie läuft's mit deinem Abenteuer? Kannst du spannende Geschichten erzählen, die ich in einem Lied verwursten könnte? Ich latsche hier nämlich durch die Berge, um Inspiration für mein nächstes Meisterwerk zu tanken.
Es heißt ja, dass oben auf dem Gipfel ein Monster haust. Kaum zu glauben, was? Der Saufbruder, der beim gestrandeten Seemann abhängt, jammert rum, weil sich das Biest seine Liebste gekrallt hat. Sieh dir das mal rein. Also nehme ich an, dass da oben eine epische Ballade für mich rausspringt, wenn ich nur diese dämlichen Felsen zertrümmern könnte. Lass das mal die Krähe machen. Boom! Hast du Töne? Da hast du voll reingehauen. Du hast es sowas von drauf. Vielleicht bist du ja die Inspiration für meine nächste große Nummer. Oh ja, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mitkommen auf dein Abenteuer. Bis denn, ne? Mach doch. Hier geht hoch. Kannst du kaputt machen hier? Yes, hab ich schon gedacht. Warte, wir gehen erstmal hier längs. Wow, das ist mal ein kleines Schloss. Ah, guck mal. Ich hab gespaced. Tür aktiviert. Da bist du ja, Kumpel. Du hast nichts dagegen, wenn ich mitkomme? Wir müssen anscheinend erst durch diese alte Festung schutzieren, wenn wir den Berg rauf wollen. Naja, und wenn ich wir sage, meine ich eher dich. Ich hänge einfach hier ab und schraube am Text für meinen nächsten Ohrwurm. Sag Bescheid, wenn du einen Weg nach oben findest. Ah, du hilfst mir ungemein. Okay, guck mal hier das ganze Ding an hier. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Das ist Seele. Seelen, ich sag mal Seele, ja, Seelen, ne? Drüben auch. Ah, okay. Oh, Mist. Okay, nochmal. Kann ich auch schießen mit? So geht's ja auch. Ah, schon mal das Schlüssel. Den wir brauchen. Okay. Gab keinen anderen Weg, ne? Komm hier rein, hier so. Okay, das ist das Tor. Das, dafür müssen wir die Dinger erstmal sammeln. Das kriegen wir hin. Okay, es waren ja noch mehr Türen da, ne? Hab ich gesehen. Also Wege. Hier ist auch noch ein Weg. Gucken wir den mal. Guck mal, da ist noch ein Schlüssel. Sicher, sicher. Ah, okay. Oh, was ist denn für eine? Oh. Oh. Okay. Ich
Nein! Nein, ich komme nicht weg! Da war dieser blöde Kopf im Weg da. Oder dieses Teil da, was ist immer das ist. Was ist denn das? Dieser Rückenpanzer von dem einen. Ärgerlich, aber es ist ja nicht so weit dahin. Von daher. Machen wir das gleich nochmal. Ärgerlich war das. Nun ja. Ja. Oh, komm schon. Oh, ich glaub. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was mache ich denn da? Weg da! Oh, fuck, ey. Nicht schön! Nochmal! Okay. Ja, das sind doch ein bisschen viele Gegner gewesen. Dann muss man sich erstmal auf den einen einstellen. Sollte mal möglich sein jetzt. Nein! Ach, Mann. Gott sei Dank. Es regnet das hier drin? Also es ist draußen. Man kann draußen auch noch was sehen davon. Okay. Ich habe gar nicht gesehen. In dieser Festung habe ich vieles über die alten Lords der Türen erfahren. Ich mache mir aber immer noch nichts aus ihnen. So, ein Ding für die Tür haben wir schon mal. Irgendwas ist da oben, was man noch einsammeln kann nachher. Ich habe doch keinen zweiten Schlüssel bekommen, ne? Gucken wir da auf. Oh, hier links. Ah, da drüben ist ein Schlüssel, aber da komme ich jetzt nicht rüber. Da links, ne?
Ah, guck mal, da ist jetzt auch mal. Da finden wir bestimmt auch noch einen Schlüssel. Müssen wir jetzt schon mal wissen, dass die Tür da auf ist. Aber jetzt lass uns erstmal mal hier längs gehen. So, hier drüben will ich auch mal abschießen. Okay. Oh, nein! Na gut. Das war's für ihn, oder? Sehr gut. Zweite Krähe. Begraben, neben des alten Lords. Manch einer würde das wohl als Ehre betrachten. Für mich ist es eine Tragödie. So. Warte mal. Aber genug von uns, wenn wir was schnabulieren davon. Ah, wir können auch hier durch, auch noch, ne? Okay, ich glaube, es müssen 4 von diesen gezündet werden. Was will der denn von uns? Hier ruhen wir, die Lords der Türen. Ich bin Lord Schlüsselstein, nachdem diese Gruft benannt wurde. Wir Lords der Türen waren eine Besonderheit. Ein Fehler des Universums, wie manche sagen. Aber ließe sich so nicht alles Leben bezeichnen? Ein Fehler des Universums, der wächst und gedeiht? Eine Existenz, die ins Bewusstsein geboren wurde? Und dieses Bewusstsein zu bewahren, ist das wichtigste und edelste Ziel. Hier liegt der Lord Schlüsselstein. Der erste Lord der Türen, der mit dem Tod ein Abkommen traf. Sein Vermächtnis ist unermesslich und seine Herrschaft absolut. Ein eiskalter Herrscher, der die Macht fechtigte und später den Grundstein für die Halle der Tür legte. So, es gab noch einen Eingang. Es gab noch einen Eingang am Eingang. Einen Eingang am Eingang. Wir haben da eine Tür hier drüben aufgemacht. Muss noch kurz rüber gehen. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwie was Besonderes noch. Er liest und schreibt da sein Buch. Okay, das kann ich so nicht schaffen. Okay. So sind wir einfach. No.
ich mal hier die Dings holen. So, jetzt haben wir noch eine Dings da hinten, ne? Boah! Noch ganz gut. Zack, und rein. Okay, ah, okay. Und wir werden auch gleich nochmal hier die Samen einpflanzen, einsammeln und durchgehen. Oh. Mist. Ja. So. Zwei Wege. Aber wir holen jetzt einmal wir holen jetzt erstmal den Schlüssel da oben. Beziehungsweise wir schlossen das Ding. Mir geht das, mein Leben geht zu Ende, aber dieser Lord will ewig leben. Fair ist das nicht. Ja, das stimmt. So. Wird noch einer. Steht hier? Hier liegt Lord Arthur. Der erste Nachfolger eines schlechten Lords. Sein Machtübernahme verlief glatt und seine Herrschaft basierte auf dem Konzept der Gleichheit. Man erinnert sich an seinen fairen Charakter und daran, dass er bessere Arbeitsbedingungen für die Schnitte einführte. Mehr ist hier nicht, ne? Ich kann hier höchstens runterjumpen. Okay. Irgendwo müssen wir noch einen Schlüssel herbekommen, irgendwie. Okay. Ich bin schon
gedacht, dass sowas so geht. Was natürlich gar nichts bringt, gerade. Ah, okay. Okay, ich komme da gar nicht rein. Ist ja ein bisschen albern, ne? Gut. Erstmal hier längs. Nein, da. Okay. Nein, mein Testkind. Warte mal. So, das wäre die letzte, ne? Mir ist so kalt. Türchen ist auf. Beziehungsweise noch nicht auf, aber könnte auf. Wir gehen jetzt mal hier oben längs. Was ist hier denn noch? Hier sind wir gekommen, oder? Eine Abkürzung? Ja, okay, hat eine Abkürzung aufgemacht. Gut. So. Oder können wir jetzt mit unseren Pfeilen durchschießen? Okay. Nee, nicht. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht. So wie bei Zelda, aber das geht natürlich nicht. So, unsere Tür ist auf. Passt. Da machen wir aber wirklich erst beim nächsten Mal weiter, denn für heute reicht's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.